So, da oben waren wir schon, gell? Ja, da waren wir schon. Wir gucken trotzdem noch kurz in der Bank, ja, da steht sich offen. Nach den neuen Kursen könnten wir uns erkundigen. Und wie der Dachs denn gerade steht und ob der Biber ihn überholt hat, der Justin. Wahrscheinlich nicht. Welcome to the Bank of South Park. Nein, danke. Come back when you have some money to invest. Ja, nein, danke. Ich vertraue den Banken nicht, aber ich vertraue dir. No way. How did you find me? Sehr engagiertes Suchen. Einer fehlt noch. Den werden wir wahrscheinlich nicht finden. Na siehst du, das lohnt sich doch nochmal hier in die ganzen Geschäfte reinzugehen. Unplanned Parenthood, da waren wir aber schon drin. Ja, ich weiß. Fotodojo. Die Kiste oben haben wir schon ausgeräumt, oder? Ich denke schon. Ich meine, die Alien-Sonde haben wir ja schon freigelegt. Von dem her. Da kommen wir nicht rein. Hier sind ganz viele tolle Fotos. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Folgen das immer sind. Können wir vielleicht irgendwie was kaufen hier? Hey, you're pretty good looking, kid. Nein, danke. Oh Gott. Butters Model. Bei Eric. Beim Übernachten. Oh je, oh je, oh je. Lass mal lieber gehen. Aliensonden. Finden wir hier noch irgendwo Aliensonden? Wo ist dieses letzte elende Kind? We'll play again later, right? Next time you can hide. Oh Gott, bitte nicht. Ja, ach, mit dem wollten wir ja schon mal quatschen, hat ja nicht funktioniert. In den Privathäusern werden doch bestimmt keine Alien-Sonden sein, obwohl vielleicht. Gucken wir mal lieber nach. Leider, ich will ehrlich gesagt nicht hier rein. Haben wir den schon mal benutzt? Also ich meine die Beschwörung jetzt nicht, das was ihr denkt. Ich glaube, hier sind keine Alien-Sonden. Was schaut er sich da bitte an? Oh Gott. Ach, bitte nicht. Oh Gott. Nicht schon wieder Terrence und Philip. Jetzt die neue Folge von Terrence und Philip. Hey, Philip! Na, ja, das war das Ende. Nächstes Mal bei Terrence und Philip. Das habe ich ja voll gegen den Popschutz gespuckt. Es ist nass. Oh nein. Ratten. Ich will da noch gar. Ich will da noch gar nicht lang. Weg da. Später. Wir werden uns eh überall nochmal umschauen. I'll give you a good price. Ich hätte. Das ist eklig. Es ist eklig. Ich will. Jetzt muss ich ein bisschen weiter vom Mikrofon wegreden. Tut mir leid. Verbrauchsgüter. Ich weiß, dass wir hier noch. Habe ich irgendwie so mitbekommen, glaube ich. Durak, verschwitzter Stürmband, Trainingshandschuhe. Weißt du was? Wir kaufen hier einfach mal alles. Für einigermaßen 100%, oder? Ach komm, $2, komm, weißt du was? Is Douchebag your real name? Ja. Schwarzer Eyeliner, Emo-Perücke. Vielleicht gibt es ja ein Achievement dafür. Gut, davon kaufen wir jetzt nicht alles. Neue Nachricht von Mr. Hanky, weil es gibt doch hier Sammelobjekte, Ausrüstung, ne? Hier. Einiges. Da könnte man also vielleicht mal schauen, ob man da vielleicht ein bisschen 100% oder so kriegt. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, oh Gott. Glitzerschmuck, Druiden-Outfit, aha. Das ist interessant. Quests.
haben wir noch ein paar Sachen. Aha. Aber interessant. Wir haben Mrs. Marsh und Lola als Freunde. Hey, wenn du Pillen verkaufst, gib mir Bescheid. Bin ja egal, für was du welche. Theo, vergiss nicht, dass Weihnachten vor der Tür steht. Weihnachtsmann und 24 anderen gefällt das. I see what you did there. Ich bitte den Weihnachtsmann um einen neuen Mann, der nicht schlaff wird, wenn seine Frau ihm schmutzige Schweinereien erzählt. Schatz, wir haben darüber geredet. Du hast ein paar wirklich kranke Sachen gesagt. Zumindest versuche ich es perfekt normal. Ich bin die Einzige, die hier irgendwas versucht, Alter. Kann ja nicht mal die Super-Nanny vorbeischauen. Ist ja schlimm bei denen. So, wir verziehen uns hier wieder. Doch, wir verziehen uns hier wieder. Bei Tweak im Laden wird mit Sicherheit keine Alien-Sonde sein. Aber vielleicht. Ja doch, wer weiß. Which of our local coffees would you like to try? Danke, keinen. Da wäre ich sehr verbunden, wenn ich das nicht probieren müsste. You should try some coffee. Nein, danke. Nein, nicht euren Coffee. Sonst muss ich da noch ein paar Mal zurückkommen. Ah ja, stimmt. Tweak ist ja beim Cooper Keep. Ist ja gar nicht hier, habe mich gerade schon gewundert. Gut, auch keine Alien-Sonde, dann... How long is school gonna be closed? Na, sehr lang. Something stinks like human. Dem können wir it's nicht... It's like totally awesome to be mature like me and not immature like you twerps. Da waren wir auch schon. Wir kommen ja auch gerade echt nicht voran, muss ich ehrlich zugeben. Aber so ist das halt in einem Rollenspiel. Wahrscheinlich bin ich auch schon an 20 Alien-Sonden vorbeigelaufen, die wir noch nicht hatten. Hier waren auch nicht zufällig noch irgendwo welche, oder? Da fehlt einer. Wo ist der hin? Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks. Thank you. Wie ist er da gespawnt auf einmal? Was? Was ist das für eine schwarze Magie? Komisch. Neue Nachricht von Jesus. Leute, euer Herz ist der erste Ort, an dem jeder schauen wird. Ich werde mich dort nicht verstecken. Vertraut mir, okay? Okay. Das ist jetzt ja eigentlich auch irrelevant, weil wir haben ja eh kein Herz. Also Schokoladenherz meint ihr doch, oder? Gab's da oben zufällig eine Alien-Sonde? Wahrscheinlich nicht, aber wir gucken trotzdem nach, einfach weil wir es können. Um das Display in die Länge zu strecken, das ist der Grund. Ja, genau. Ist gut, wenn du meinst. Hier hinten zufällig irgendwie? Nein. Da oben Alien-Sonde. Da komme ich ja gar nicht vorbei. Einmal hier raus, danke. Wie ich hier gerade die Shift-Taste durchdrücke. Hier sind keine Alien-Sonden, gut. Aber epische South-Park muss ich... Nein, bitte nicht wieder. Nicht schon wieder den ganzen Popschuss voll spucken. Raus. Wunderbar. Ich hätte gerne mal gewusst, wann ich denn mit der Aufnahme angefangen habe. Weil ich habe nicht mehr allzu viel Platz auf der Speicherplatte. Oh Gott, hier waren wir ja schon. Da kommen wir ja nur wieder in den Wald. Nein, danke, bitte nicht. Davon habe ich erstmal genug. Ich müsste eigentlich schon ein paar Stunden aufnehmen können. Aber muss ja alles nachher noch gerendert werden, von dem her. So, wisst ihr was? Jetzt Cooper Keep. Obwohl, warte, wir haben jetzt ja Level 8. Wir hatten da gerade was gesagt. Deswegen wollte ich ja eigentlich ursprünglich kurz den Level abholen. Stimmt. So lässt man sich ablenken. Hätte ich ja fast vergessen. What can I do for you, new kid? Shot and killed any of them animals in the wildlife guide? I'll make it worth your while. What can I do for you? Habe ich aber leider noch nicht. Langschwert des Kriegers, 111 bis 154, der Cousin des Kurzschwerts.
für $12. Angriff erhöht nach einem perfekten Angriff. Waffenschaden erhöht sich um 3-mal vom Rüstungswert. Erreichen perfekte Angriffe treffen das Ziel und den Feind dahinter. Alter, den nehme ich mit Armbrust für 100% Gedöns. Nehmen wir auch mit. Noch haben wir ja ein bisschen Geld. Zur Not können wir ja ein paar Sachen verkaufen. Alter, eine Parierstange. 15% mehr Schaden, wenn ich blocke. Haben wir das schon? Weil wir haben ja schon einige Kostümflicken. Ich meine natürlich Kostümflicken. Hoffentlich haben wir es gerade noch gehört. Parierstange. Rüstung. Blocken. Wo war denn Blocken? Wahrscheinlich haben wir es noch nicht. Na gut, da wurde ja auch gar keine Zahl angezeigt. Wie bei Brillen oder Make-up oder sowas. Da wird ja immer eine Zahl angezeigt, wie viel man davon schon hat. Deswegen $5. Hier, bitte sehr. Den Rest können wir das schon mitnehmen. Ja, gut, komm. Kaufen wir uns da schon mal was. Pfählende Armbrust. Alter, Level 14. Aber ne, komm, das sparen wir mal lieber. Kostüm flicken. Schwert und Schild. $10 können wir uns leisten. Nee, das kostet mir zu viel, um das jetzt schon mal im Voraus zu kaufen. Vielen Dank. Ich komme später nochmal vorbei. In Amerika ist es ja kein Problem. So als Minderjähriger, von dem her passt das ja alles. Gut. Dann. Wer verkauft noch Sachen? Was ist das denn? Schweinebärmann. Ja, nee, später. Wer verkauft denn noch Sachen? 4 Ausrüstung. Wo kann ich denn da noch 4 Ausrüstung finden? Bei Jimbos Waffen. Also 2 Ausrüstung kann ich mir kaufen. Und krieg noch 2 über Quests oder wie? Das könnte sein. Weiß ich nicht. Zum Pokémon Ausrüstung. Da ist aber kein Händler gewesen, glaube ich. Park County Community Center. Da kommen wir eh später nochmal vorbei. Ich will eigentlich nur wissen, ob dein Händler ist. Ich will gerne nach Händlern filtern. Noch, Mann. Ausrüstung, South Park Mall. Da ist doch jetzt der. Ist er jetzt nicht? Da ist doch der Taco Bell. Das, ja, doch, der Taco Bell. Hey, UFO. Da ist doch kein UFO abgestürzt. Was ist das denn? Farben? Wo finde ich denn da Farben? Das ist die Frage natürlich. Vielleicht ja in diesem einen Loch. Wo ist das Loch? Ist das nicht auch da drin, oder? South Park Gazette. Viertel. Farben, Ausrüstung. Ja, gut, komm. Wir gehen nach Cooper Keep. Wir gehen nach Cooper Keep. Hier. Und kaufen uns einige Dinge. Sofern wir uns die Sachen leisten können. So. Welcome, weary traveler. Would you like to see my wares? Titana! Waffen. Erstmal kaufen wir uns die nötigen Sachen. Guck mal, jetzt haben wir andere Sachen freigeschaltet. Ach, warte, wir haben ja... Warte, Moment. Erstmal die neue Waffe anlegen. Ändern. Ablegen. 75 bis 105. 111 bis 154. 3-mal. Das Ziel beginnt zu kotzen und kann nicht geheilt werden. 50 angewiderter Schaden, aber hat 2 Slots frei. Doch. Legen wir den mal an. So, damit wir hier... Welcome, weary traveler. Would you like to see my wares? Ja, würde ich gerne, damit wir hier schön vergleichen können, zum Teil. So, was haben wir hier? Fettbartklinge hat weniger Axt des Aufhaltens, hält Feinde auf. Oh, das macht jetzt mehr Schaden, super. Lähmen, verlangsamt dein Ziel in einem perfekten, bei einem perfekten Angriff. Was ist denn das? Wie heißt denn dieses Einbahnstraßenschild, wo man nicht durchfahren kann? Wie heißt denn das? Winterstab. 50 Frostschaden. Oh. Die Legende besagt, dass wegen dieses Stabs der Schnee um South Park niemals schmilzt. Frostvalue, der ist 10 MP gegen ein verlangsamtes Ziel. Aha. Das wäre unten in den Höhlen gegen die Fledermäuse und so vielleicht gar nicht so schlecht. Die Frage ist, lähmen beim perfekten Angriff, wird es verlangsamt oder gelähmt? Wahrscheinlich verlangsamt, wenn da steht verlangsamt. 139 bis 194.
Was haben wir hier? 111 bis 154. Was ist das andere? 139 bis 194 oder so. Hat aber nur ein Slot und die Sachen hier gefallen mir ehrlich gesagt mehr. Welcome, weary traveler. Would you like to see my wares? Schwierig, schwierig. Ich würde sagen, hier kommen die 12 Dollar, dafür nehmen wir das einfach mal mit. Genauso wie den Winterstab, dass man da durchwechseln könnte zur Not. Und dann gucken wir nochmal bei der Ausrüstung. Gut. Level 11. Das sind wir ja noch lange nicht. Hier, Blitzsticker. Nehmen wir mit. 2 Dollar. Gekreuzte Schwerter. Motriger Flicken. 10% Widerlichkeitsschaden. 10 Dollar, komm. Dann verkaufen wir später einfach ein bisschen Plunder. Dafür ist er ja da. Feinheiten, komm. Wir stocken jetzt einmal richtig schön auf. Damit wir nachher, wenn wir uns umziehen, noch eine größere Auswahl haben, damit es noch länger dauert. Wunderbar, da freut ihr euch bestimmt, oder? Kleidzelm, wenn er verbannt ist, braucht ihr den ja eh nicht. Hier, 8 Dollar. Kannst du fingerfrei wechseln, um das Pferdemelken zu erleichtern oder diverses anderes melken, aber es geht dabei rein ums Fingerspitzengefühl. Rüstung, 30 Rüstung. Zerreißen, reduziert die Rüstung des Feindes um 25 bei perfekten Angriffen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nehmen wir mal mit. 13 und 24, ja. Waffen hier, 2,34. Kann ich nicht irgendwas anlegen, was mir bessere Preise verschafft? Griff, Blitzzauberstab, Krummsäbel des Kriegers. Wir kaufen hier alles leer, unser ganzes Taschengeld. Gut, ist das eigentlich das Taschengeld von den anderen? Feuerschwert, komm. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Level 8, da sind wir ja nicht auch bald. So. Verbrauchsgüter, Feinheiten. Ich denke, das reicht fürs erste Mal.